Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play PNG Drive. Und wir haben mal eine neue Map und ein neues Szenario, beides nie aus Links in der Beschreibung, aber ich habe das gesehen. Bevor eine Folge gucke ich immer so durch, okay, gibt es irgendwelche neuen Mods? Und da habe ich diese Mod hier gefunden. Und dieser hat ziemlich interessant aus. Also das ist Schnee- und Eis-Trucking. Ich weiß nicht, ob ihr mal... oh Gott, wie kommen wir da schon mal runter? Warte, kann ich dich nicht irgendwie runter machen oder so? Warte, das war falsche Richtung. Okay, schön runter. Bringen unser Heck. So, mal sehen, ob wir jetzt runterkommen. Oh Gott, ihr seht, wir rutschen. Also es ist komplett Schneeeis, also das ist schon, also entweder sehr nördliches Alaska oder fast schon irgendwo arktischer, am Polarkreis oder so. Also es könnte ziemlich chaotisch werden. Ich erwarte, dass wir, einige Crashes haben werden. Und mal schauen. Also ihr seht schon, der Grip ist extrem niedrig. Wir drehen schon durch und alles. Oh, das wird so chaotisch werden. So, warte, stoppen wir mal. Runter mit dem Heck. Oh, okay, der Trailer hinten fängt an zu rutschen. Ich gebe einfach mal... Komm. Muss kurz Differenzialsperren anmachen und alles. So. Können wir ran? Irgendwo rutschen wir da rechts rein. Oh, das ist nicht gut. So, jetzt geht's, oder? Jetzt haben wir gleich connected. So, okay, gib mir mal bitte keinen Rückwärtsgang mehr. Okay, warte, ich muss das hier mal manuell fixen. Los, connecte. Komm schon, L. Jetzt haben wir's, danke. Okay, das war eine schwere Geburt. Sehr schwere Geburt. Differenzialsperren wollen wir nicht, danke. Und auf geht's. Also wir müssen irgendwie hier durch. Warte, ich will mal kurz rüberfliegen. Guckt euch mal das an. Das sieht schon geil aus, oder? Ab, man sieht die ganzen Sterne, weil wir mitten im Nirgendwo sind. Und dann müssen wir hier über alle möglichen Eisstraßen und Kurven und oh Gott, oh Gott. Es wird spaßig. So, was aber auch spaßig wird, ist der nächste Livestream auf Twitch. Und zwar, der ist heute um 21.30 Uhr eurer Zeit. Twitch The Key Live. Twitch war The Key Live, Links unten in der Beschreibung. Letztes Mal war super lustig. Wir hatten Half-Life 1, finde ich, und Prison Architect dann gemacht. Und Prison Architect haben ein bisschen dafür gesorgt, dass das Gefängnis nicht ganz so freundlich ist für alle. War auf jeden Fall geil, hat mir mega Spaß gemacht und den Leuten im Chat auch, das weiß ich auf jeden Fall. Aber wir kommen da mal kurz gegen. Und das Coole ist, ich bin jetzt Twitch-Affiliate, das heißt, jetzt kann man ab sofort subben und so weiter und ein paar extra Features jetzt. Das heißt, denke ich, ein ziemlich geiler Stream. Hoffentlich seid ihr dabei und ihr werdet es nicht bereuen, Link unten in der Beschreibung. Und wie gesagt, der Stream ist ja auf Englisch. Wenn er Englisch nicht so gut ist, kein Problem. Wir sollen es alle nur da, um Spaß zu haben. Also wenn ab und zu mal eine Frage auf Deutsch kommt, kann ich auch mal kurz auf Deutsch antworten. Ich kann halt eben nur nicht hauptsächlich Deutsch sprechen. Das ist nur so ein FYI, ne? Hauptsache, wir haben einfach Spaß, darum geht's. Und das hatten wir eigentlich jedes Mal bisher. So, okay. Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zu BeamNG, wo wir eine durchaus unangenehme Fahrt hier vor uns haben. Oh, da unten wird's eisig. Das ist ja bisher nur Manövrieren hier. Warum ist das eigentlich... Was scheint so gelb hier rein eigentlich? So, bisher ist es ja nur Manövrieren, aber gleich wird's... Oh Gott, die Bremsleistung niedriger? Ich weiß nicht. Okay, hier können wir rausfahren. Also ich weiß nicht, wer das gebaut hat, aber die Person, die das gebaut hat, ist auf jeden Fall kein Trucker. Das sieht man. Oh, wir sind genau am Rand. Man sieht es jetzt kaum. Aber wir waren genau am Rand mit den Reifen. Oh, schon wieder. Ah, Gott, das ist so knapp. Es geht so weit runter. Gerade so. Kann ich es ein bisschen heller machen? Nur minimal? Ja, ich mach's mal ein bisschen heller. Okay, nicht so hell. So. So, dass wir ein bisschen mehr sehen, oder? Das soll ja schon Ice Road Trucking sein, aber ein bisschen Sicht braucht man ja auch hier im Video. Bremsen wir mal wieder schön rein. Okay, hier habe ich jetzt raus, aber jetzt kommt gleich das Eis. Das heißt, das wird das schwieriger. So, hier rum. Ja, kein Problem mit den Erweiterungen draußen. Oh Gott, das wird so fies mit dem Eis. Oh, wird das fies. Und da hinten kommt eine Wand gegen... Oh, der Gott. Wir werden absolut crashen und unser ganzer Holz wird uns hinten rein crashen. Ich kann euch das jetzt schon sagen. So, bremsen, rausfahren. Wunderbar, reinlenken.
reinlenken und rum. Und da unten kommt das Eis. Okay. Glaubt ihr, wir schaffen es? Ich glaube nicht dran, gebe ich zu. Ich vertraue mir nicht, dass ich das Eis handeln kann. Hoffen tue ich's. Glauben? Nee. Also wetten würde ich nicht auf mich abschließen. So. Das ist sehr sketchy hier, holy shit. Ah, okay. So, okay, jetzt sind wir auf dem Eis. Ich will mal kurz einen Grip-Test machen. Ich gebe mal eine Vollbremsung. Ah, es geht sogar noch halbwegs. Okay, es geht noch halbwegs. Wie ist links und rechts? Also auf jeden Fall weniger Grip, aber es ist definitiv nicht so wenig Grip wie auf dem Eis, dass wir eine Grip-Map haben, glaube ich. So. Ah. Ich hatte früher, es gab so eine Serie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, auf Discovery war die, glaube ich. Und die war so über so gefährliches Trucking und so weiter. Und das war am Anfang, war das über. Also später ging es, glaube ich, nach so Bolivien oder so. Oder irgendwo so, wo man die ganze Zeit abstürzen kann. Aber es gab auch so Ice-Trucking und so weiter. Und es gab auch ein Spiel dafür, 18 Wheels of Steel. Extreme Trucker 1 und 2 von den Machern vom heutigen Euro Truck Simulator und American Truck Simulator. Also das waren so Spiele, die wir vorgemacht haben. Und die waren echt geil. Man konnte so einbrechen ins Eis und alles. Und man musste die extremen Kurven in irgendwelchen Himalaya-Gebieten zu machen. Okay, jetzt schwingt unser Heck aber schon ganz schön rum. Hier sehen wir gebrochenes Eis. Und Eis, das auf die Straße geht. Hier haben wir kaum Grip. Oh. Oh. Habe ich von gebrochenem Eis geredet? Puh. Oh, da geht's ins Nichts, da geht's ins Weltall. Okay, ich hätte den Weg außenrum nehmen sollen. Aber jetzt ist auch zu spät. Nehmen wir mal den Weg hier. Vor allem müssen wir jetzt da zwischen wieder in den Checkpoint rein. Ich rutsche. Also ich bin erstaunt, dass wir noch nicht gecrashed sind. Aber meiner Meinung nach kann das nicht zu lange gehen, bis wir crashen. Und da sehen wir wieder direkt am Abgrund. Schön aufpassen, nicht gegenfahren. Also nicht reinfahren. Den Berg habe ich unterschätzt, den Schneeberg. So, und geradeaus. Ach, das sind einfach die Tracking Skills. Genug 18 Wheels of Steel, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator gefehlt. Und wir haben eine Basecap auf. Wir sind effektiv der perfekte Trucker gerade. Das wissen wir doch alle. Da kommen die ganzen Skills her. Jetzt kommt, glaube ich, aber einiges an Wasser. Das heißt, da müssen wir aufpassen. Okay, ja, wenig Grip hier am Wasser natürlich. Aber soweit, so gut. So, schaffen wir das überhaupt hier durch heute? Oh Mensch, weiß ich gar nicht. Wir geben mal unser Bestes. Ich glaube, das Schwerste sollte hoffentlich geschafft. Hier muss ich links, 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 links. Schaffen wir es drüber? Oh nein. Okay, wir schaffen es durch. Okay, wisst ihr was? Oh, da ist ein Truck. Oh, hi. Okay, dann geht es da wieder hoch. Ich will. Also die Map ist cool. Leider nicht ganz so rutschig, wie ich dachte. Ich dachte, die wäre ein bisschen rutschiger. Aber die kann trotzdem noch ziemlich geil werden, indem wir mal kurz was machen. Und zwar nehmen wir uns den Cherie. Und wir nehmen uns diese Variante. Das könnte vielleicht ziemlich cool werden. So. Sobald das Piepen aufhört. Danke. So. Weil einerseits haben wir jetzt. Aua. Okay, das war's schon mal. Können wir eine Rally Stage draus machen? Was vielleicht viel geiler ist. Mal schauen. Oh! Au! Okay, doch, ist rutschig. Habe ich nur im Truck nicht so bemerkt. Okay, jetzt können wir besser. Auf geht's. So, okay, komm schon. Konzentrieren und jetzt hier wie ein Rally Stage fahren. Es gibt einfach keinen Grip. Das ist unglaublich. Im Truck hat man viel mehr Grip. Das ist viel zu schwer gewesen, der Truck. So, bremsen, bremsen, bremsen. Okay, ganz ruhig. Wie ist der Grip hier drauf? Hier haben wir etwa normal Grip, oder? Naja, nicht ganz. Nicht wirklich. Okay. Hier geht's jetzt schön lang. Oh Gott, wir haben. Oh mein Gott, wir haben so wenig Grip. Wir haben so wenig Grip, das merkt man gar nicht. Das merkt man einfach nicht mit dem Truck. Aber, warte, wie wenig Grip haben wir auf dem Eis? Einmal rum. Nein. Danke. Ich habe mir dann gar keinen Grip drauf, oder?
tatsächlich nicht wirklich. Okay. Das ist echt viel fieser in dem... in dem Rallye-Fahrzeug. Ah, okay. So. Ja, das ist doch viel extremer. Das ist doch viel spaßiger. Also, es mit den Trucks war cool. Aber das hier ist die echte Herausforderung. Ah, ich hätte da wieder rechts gehen müssen, oder? Okay, jetzt müssen wir mal kurz ausweichen. Oh, knappe Sache. Rüberlenken. Um den riesen Eisspalt herum. Und wieder rein. Und durch geht's. Jetzt hier lang. Ah, das ist viel geiler. So viel nur am Rutschen. Okay, auf geht's. Oh, ich rutsche nach links rüber. Oh, oh shit. Au, 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 au. Okay. Ich glaube, wir stecken fest, oder? Nicht ganz, okay. Ja, aber das wird für die heutige Folge erstmal gewesen sein. War mal was anderes. Nicht so viele Crashs, wie ich erwartet habe. Leider. Tut mir leid, wusste ich nicht. Das kommt halt eben mal davon, wenn ich versuche, so blind in eine Mod reinzugehen. Können wir rüberspringen? Naja, nicht wirklich. Au. Und, ja, aber trotzdem eine super interessante Mod, finde ich. Sieht ganz geil aus. Wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. IGC. Aber denkt dran, 21:30 Uhr, Twitch, The Key Life, wird wieder ein geiler Stream. Bis dann, ciao.